Autsch! Au! 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 Nein! Nein! Spawny! Oh nein! Oh nein! Spawny! Ist Spawny etwa runtergefallen? Oh, schnell weg hier! Spawny! Katztastisch! Begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Kingdom Battle hier auf Katze. Wir erreichen ein riesiges Schlachtfeld mit bunten Puzzleteilen. Ah, wir sind, glaube ich, ganz in der Nähe von unserem Endboss. Schaut mal da hinten. Habt ihr das gesehen? Das sah aus wie das Kinderzimmer von Bowser Jr. Ich bin sehr gespannt. Okay, wie wollen wir diesen Kampf angehen? Zusammen mit Mario, Rabbit Mario und Prinzessin Peach. Zwei Verteidiger, die schon mal sehr, sehr prominent da vorne stehen. Ja, das wird, glaube ich, eine gewisse Herausforderung. Aber ich bin da guter Dinge. Ich bin da wirklich guter Dinge. Und kann ich hier schon mal mit der Ente ein bisschen Schaden machen. Dann positioniere ich mich hier. Ich könnte mit Mario Rabbit auch noch nach vorne laufen und den Magnettanz einsetzen. Aber dann, naja, da bin ich mitten im Geschehen, um es mal so auszudrücken. Okay, was macht da am meisten Sinn? Vielleicht hier hinter ihm stehen und dann mit dem Augenhammer, den habe ich ja jetzt ausgerüstet, haben wir in der letzten oder vorletzten Folge erst freigeschaltet. Ich mache das einfach mal. In der Hoffnung, dass es mehr als effektiv ist. Ich könnte ihn mit etwas Glück sogar wegbouncen. Nee, das passiert leider nicht. Na dann, würde es doch Sinn machen. Da erwische ich keinen. Ich könnte hier für etwas Furore sorgen. Damit treffe ich leider auch Mario. Vielleicht hätte ich das vorher anders machen sollen. Erst mit Rabbit Mario und dann mit Mario. Aber so ist zumindest ein Verteidiger besiegt. Und dann haben wir noch den Hammer und diese Superknarre. Ja, so kann ich ihm wenigstens ein bisschen Schaden machen. Erstmal noch ein Schutzschild aktivieren. Und dann machen wir das Beste draus. So ein schöner Schuss. Und dann war's das. Jetzt sind unsere Gegner dran. Haha, erstmal die Prinzessinnensicht. Der Prinzessinnenblick. Oh, von beiden Seiten. Was für ein Kombinationsangriff. Und von Mario gab es sogar noch einen feurigen Schuss. Oder war der von Prinzessin Peach? Nichtsdestotrotz haben wir den Gegner besiegt. Und Moment mal, nicht so hastig, mein Freundchen. Die haben aber auch viel Energie mittlerweile. Ja, ja, halt dich bloß. Und dann wirft er, war ja klar, eine Bombe. Eieiei, kritischer Treffer. Der hat auch Bomben, mit denen er sich heilen kann. So, der wird er angreifen? Ja, wird natürlich angreifen. Oh nee, jetzt habe ich Tinte im Gesicht. Ich muss unbedingt meine Truppe heilen. Und der macht sich auf den Weg zu Prinzessin Peach, oder? Ja, die Röhre, die habe ich jetzt nicht so ganz auf dem Schirm gehabt. Macht natürlich Sinn. Nein, bitte keine Tinte. Ich glaube, ich bin auch mit Prinzessin Peach von Tinte betroffen, beziehungsweise befallen und kann jetzt leider nicht mehr angreifen. Zumindest nicht mit meiner herkömmlichen Waffe. Boah, was mache ich jetzt bloß? Ich müsste zu Mario und Rabbit Mario. Die Kämpfe werden im Spiel immer schwieriger. Ich haue erstmal ab. Auch wenn mich der Verteidiger mit Sicherheit verfolgen wird. Ja, das kann ich nicht nutzen. Das war's sozusagen für Prinzessin Peach. Oh, hier könnte ich beide treffen. Das mache ich mal. Und dann sollte ich noch theoretisch Mario nutzen, um die Tinte zu entfernen. Und dann gehe ich einfach mal irgendwo in Sicherheit. Mehr oder weniger. Wie mache ich das jetzt bloß? Darunter? Dann wäre ich hier. Könnte Prinzessin, ja, Prinzessin Peach nicht unbedingt beschützen, aber ich wäre mal in nächster Nähe. Das mache ich jetzt. So, hier durch. Und zack, jetzt gibt's nochmal richtig schön Ärger. Oh, der Hammer, der reicht nicht aus. Außer ich setze den Magnettanz ein. Ist mir aber zu schade an der Stelle. Ich mach das so. Das ist ja trotzdem ein sehr, sehr guter Treffer. So, Moment, Moment. Ich darf ja noch mit Mario spielen. Einmal rutschen. Oh ja, ich hätte echt noch springen müssen. So bringt das natürlich nicht viel. Vielleicht sollte ich eine Röhre verwenden, um weit wegzukommen.
Hier kann ich einmal springen. Ich könnte darüber. Oder aber ich springe hier. Einfach mal zum Ziegelstein. Vielleicht lenke ich damit ja den Verteidiger ab. Immer schön ablenken, meine Freunde. Und jetzt bin ich gespannt, was passieren wird. Ich würde sagen, der Gegner ist nun an der Reihe. Und der plant Folgendes. Läuft erstmal ein paar Schritte, passiert nicht viel. Und ich kriege ein bisschen was ab. Aber alles noch in bester Ordnung. Und die können ja auch die Raserei nutzen. Warum war mir das nie bewusst? Naja, was soll's. Und hier, der läuft einfach von Ziegelstein zu Ziegelstein. Oder von Ziegelblock. Peach ist ungeschützt. Und jetzt haben wir wieder freie Bahn, würde ich sagen. Also einmal rutschen. Den Verteidiger kann ich theoretisch direkt mit meiner Schusswaffe bezwingen. Dazu muss ich mich nur so positionieren, dass ich hier freie Sicht habe. Durch die Röhre zu gehen, macht gar keinen Sinn, merke ich gerade. Ich sollte meinen Rabbit Mario lieber vielleicht doch hierher schicken. Da treffe ich aber leider Prinzessin Peach. Ja, was soll's, oder? Dann da in die Ecke. Ich mach das jetzt mal so. Das besiegt ihn, glaube ich, nicht komplett. Aber so könnte ich vielleicht noch den Sprung nutzen. Ah ja, da treffe ich aber auch Prinzessin Peach. Ja, Hammer funktioniert auch nicht. Theoretisch müsste ich diesen Block einfach mal kaputt machen. Oh, dahinter verbirgt sich etwas. Interessant. Magnetanz. Ja, okay. So, da rutsche ich. Dann kann ich so springen, dass ich ihn erwische mit dem Vampirblock, oder? Das ist doch ein Vampirblock, glaube ich. So, machen wir das mal einfach folgendermaßen. Der wäre besiegt. Und dann, ja, jetzt habe ich vielleicht auch die Möglichkeit ungenutzt gelassen, mich zu heilen mit dem Sprung. Aber zumindest gibt es jetzt hier den Vampirtreffer mit Hilfe des Blocks. So, Mario, was ist mit dir? Was kannst du an dieser Stelle noch ausrichten? Ich könnte zum, ja, zum Verteidiger. Ich könnte den Verteidiger umhauen. Aus nächster Nähe mit einem Blaster, dann wäre der auch schon mal besiegt. Mit ein bisschen Honig, vielleicht mag er Honig. Okay, der Gegner ist dran. Ist, glaube ich, nur noch der hier, oder? Sehe ich das richtig? Ist das der einzige Gegner? Wenn ja, sollte das kein Problem mehr sein. Ich laufe ganz zielgerichtet rüber. Der ist schon ziemlich weit weg. Aber sollte möglich sein. Ich habe ja vor allem auch die Heldensicht. Also spätestens in der nächsten Runde sollte Mario den Rabbit besiegen können. Vielleicht kriege ich es aber hin, dass wir einen Sprung ermöglichen. So, ich verstärke mal. Unser Team ist vielleicht sogar besser als die Heldensicht. Und dann schieße ich mal den Block kaputt, wenn es denn funktioniert. Ja, wunderbar. Dann ist das jetzt für unsere lustige Rasselbande auch kein Problem mehr. Bombe kann ich nicht werfen. Viel zu weit weg. Dann laufe ich doch erst einmal mit Rabbit Mario hier rüber. Und kann aus der Entfernung mit meinem Blaster bestimmt... Oh, sogar enorm viel Schaden machen. Boom! Sehr stark. Sehr, sehr cool. Wir haben die Schlacht gewonnen. In 4 von 4 Runden. Okay. Oh, Bowser Jr. Mal gucken, was er macht. Haha. Einmal den Knopf gedrückt. Viel Spaß damit. Haha. Oh, das muss ein... Spawny! Und das ist ein riesiger Roboter, oder? War ja klar. War ja sowas von klar. Oh, oh. Das sieht nicht ganz ohne aus. Wow, er hat noch einen Kuhhammer. Robo Junior. Juniors Lieblingsspielzeug. Besiege den Miniboss. Oh, oh. Eine nette kleine Herausforderung. Na gut. Ich bin bereit, Bowser Junior zu besiegen. Ich weiß nur nicht, was er drauf hat. Das müssen wir vielleicht mal kurz in Erfahrung bringen. 2000 Kraftpunkte, Verfolgungsradius, Wächtersprung. Und dann gibt es hier noch Valkyren. Verfolgungsradius ist doch sowas wie bei den Grobianen, oder? Was? Warum darf er anfangen? Boah, interessant.
Der hat sogar Mäuse. Oh nein. Das erste Mal, dass die Gegner anfangen dürfen im Spiel. Ja, und der schützt noch das ganze Team. Okay. Meinen Fokus richte ich natürlich wieder auf Bowser Jr. Jetzt nur die Frage, was machen wir? Kraftpaket oder Heldensicht? Ich glaube, ich richte meinen Fokus erstmal auf Bowser Jr. Vielleicht werfe ich einfach mal eine Ente rein. Macht das Sinn? Ich probiere es mal, um zu sehen, was dann passiert. So, boom. Natürlich ist er als Ente... Oh, er hat die eigene Maus kaputt gemacht. Aber das war vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, dann gehe ich hier in den Protektor über. Lohnt sich bestimmt, das Team ebenfalls zu beschützen. Und dann verteilen wir uns. Hauptsache, wir kommen ganz weit weg. Vielleicht ist das auch ein guter Platz, um sich vor der Walküre zu schützen. Da haben wir zumindest mal einen flachen, wenn auch kaputten Ziegelstein. Dann habe ich hier den Magnettanz, den möchte ich aber ungern nutzen. Also ich würde schon fast sagen, dass die Heldensicht hier Pflicht ist. So. Hihi, macht Mario. Dann haue ich hier mal ab. Und verstecke mich an dieser Stelle mal. Und dann könnte ich den ja mit einem Blaster anlocken. Denn der funktioniert ja wie ein Grobian. Oder hier. Wir können auch hier anfangen. Wir haben ja die Heldensicht. Ja, das machen wir, glaube ich. So, ja, crashen kann ich ihn leider nicht mit der Raserei. Das würde ja noch viel mehr abziehen. Ich glaube, das funktioniert generell bei diesem Endboss nicht. Also gut, dann eben mit dem Blaster. Er kommt jetzt zu mir, aber Mario schießt jetzt gleich zweimal. Treffer 1, Treffer 2. Und er macht sich auf den Weg zu Mario. Der arme Mario. Ja, der hat es an dieser Stelle nicht unbedingt einfach. Mario, was machen wir jetzt bloß mit dir? Vielleicht könnte ich den weglocken. Aber wie will ich mich jetzt mit Rabbit Mario positionieren? Oh, knifflige Sache. Sehr, 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 sehr schwierig. Okay, Leibwächter aktiviert. Vielleicht ist das ja hilfreich an der Stelle. Und dann würde ich sagen, no risk, no fun. Wir haben ihm fast ein Viertel seiner Energie abgezogen. Aber ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob ich schießen soll. Ich will ja Mario auch nicht riskieren. Vielleicht sollte ich doch meinen Fokus irgendwo anders hinsetzen, aber... Ja, ich probiere es mal. Eine Walküre haben wir besiegt. Durch den Protektor, durch diese Verbindung. Greift er an? Nee, er greift nicht an. Okay, sehr, sehr gut. Natürlich werde ich jetzt einen Treffer kassieren, aber das war mir sowas von klar. Von da haben wir alles richtig gemacht in der ersten Runde, denke ich. So, was macht die Walküre? Oh, die kommt direkt zu Mario. Na, toll. Es tut mir leid, Mario. Nochmal ein Protektor. Hätte Bowser Jr. diesen Protektor nicht, hätte er natürlich viel, viel mehr Schaden abbekommen. Also ich kann hier einmal crashen. Und dann hau ich besser mal ab, oder? Durch die Röhre und dann... Oh, wie erwische ich ihn denn am besten? Ich kann mich sogar hier positionieren. Kann Bowser Jr. durch die Röhre laufen? Eigentlich ja nicht, oder? Wir werden das gleich in Erfahrung bringen, ob er sich denn auf den Weg macht und durch die Röhre hüpft. Und dann, ich könnte meinen Angriff nochmal verstärken, wird aber, glaube ich, gar nicht so viel bringen. So, Prinzessinnenblick. Und dann haben wir hier auch noch unseren Rabbit. Ja, hier könnte ich in nächster Nähe stehen. Schießen kann ich nicht. Hihihihihi, da lacht er bloß. Ja, das wird nun nicht so viel abziehen, wenn ich so nah dran stehe. Also wenn ich nicht so nah dran stehe, so meine ich das eigentlich. Was mache ich denn jetzt bloß da nicht? So, dann da mal rüber. Okay. Dann würde ich sagen, volle Kraft voraus, oder? Irgendwie muss ich ja mal anfangen, hier Schaden zuzufügen. Wow, 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 wow! Okay, okay, das gibt jetzt mächtig Ärger. Kritischer Treffer.
Tut mir leid, Rabbit Mario. Ging wohl nicht anders. Ich habe noch den Magnettanz. Ich weiß aber nicht, ob ich damit einen Effekt erziele. Na dann, ärgern wir doch mal gleich unseren lieben Bowser Jr. Und fügen ihm nochmal einen richtig schönen Treffer zu. Mit dem Blaster. Wunderbar. 119. Und Prinzessin Peach, was ist mit deinem Super Blaster? Außer Reichweite anscheinend, oder? Na komm, dann gehen wir ganz mutig nach vorne. Aber wo? Vielleicht hier in diese Ecke? Und dann schießen wir einmal. Ich treffe ihn sogar. Und setze dann noch den Prinzessinnenblick ein. Schaut mal, der kommt jetzt zum Einsatz. Und kaboom! Sehr schön. Besiegt die Walküre leider nicht und ich erleide womöglich 2 Treffer mit Prinzessin Peach. 264, das ist echt eine Menge. Okay, wie geht es jetzt weiter in der Runde? Magnettanz. Soll ich ihn weglocken? Ne, ich lasse es mal. Und er setzt seinen Weg fort zu Prinzessin Peach. Leider, leider. 317 Kraftpunkte habe ich noch. Den Angriff sollte ich meistern. Ja, 77. Oh, jui. Die Walküre sollte nicht mehr zu Prinzessin Peach kommen. Und der trifft mich zum Glück nicht. Dass mein Schutzschild weg ist, ist auch gar nicht mehr so tragisch an der Stelle. Dann sollte ich hier erstmal abhauen. Bloß weg da. Oh, was mache ich da jetzt am besten? Könnte vielleicht auch dadurch. Nee, das ist ja noch. Ja, tragischer. Gar nicht so praktisch, oder? Er kann aber, glaube ich, nicht durch die Röhre. Hier bin ich erstmal geschützt. So, Protektor. Heilen oder schützen wir unser Team. Und dann werfe ich mal wieder eine Bombe. Ich werfe den King. Zieht ein bisschen was ab. Nicht arg viel, aber immerhin. Oder aber ich starte so. Nee, Moment. Wisst ihr was? Ich laufe erstmal noch mit Mario. Vielleicht hier hinter den. Oder neben den, hinter den, je nachdem, wie man das sehen möchte. Oh, wir haben noch die Walküre. Ja, die ärgert uns bestimmt noch einmal. Da komme ich nicht hin. Mein Gedanke wäre, dass ich dann ziemlich weit weg wäre, aber dann mache ich das mal so. So, kaboom! Jedes bisschen zählt, um Bowser Jr. eins auszuwischen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, jetzt geht's weiter mit unserem Rabbit Mario. Der geht mal auf diese Position hier. Wobei, vielleicht sollte ich erstmal schauen, was Rabbit Peach verursachen kann, oder? Oh, ich komme sogar auf die andere Seite, wenn ich möchte. Habt ihr das gesehen? Oder ich laufe einfach da durch die Röhre. Und dann locke ich ihn da wieder weg. Ich probiere es mal. Also, jetzt stehen wir hier. Und dann schießen wir da mal rüber. 71 ist nicht viel, weil ich relativ weit weg stand, aber das ist okay. Nein, nein, nein. Oh, er kommt zum Glück nicht zum Angriff. Ja, da treffe ich leider, leider Rabbit Mario. Muss ich in Kauf nehmen. So. Oh, ich habe noch Peach getroffen. Okay, jetzt steht er in der Mitte. Und ich behaupte, dass er sich auf dem Weg zu Mario machen wird, was auch das Beste wäre. Weil Mario die meisten Kraftpunkte hat. Und ja, er geht zu Mario. Sehr gut. Ja, er kassiert jetzt leider einen direkten Treffer. Aber wie schon gesagt, das macht in dem Fall für mich am meisten Sinn. So, die Walküre, was macht die jetzt? Bitte nicht auf Prinzessin Peach. Ach, zum Glück auf Mario. Das kriegt er auch noch hin. So, jetzt müssen wir aber langsam mal den Kampf gewinnen. Und ich nutze einen sehr, sehr wichtigen Sprung von Prinzessin Peach. Denn die Sprünge von ihr, die heilen uns ja. So, wie gehe ich jetzt vor? So, da komme ich zur Prinzessin Peach. Oh, da bin ich aber super weit weg vom Gegner. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Wie weit komme ich denn eigentlich mit Mario? So eine Erholungsrunde wäre gar nicht so schlecht für uns. Magnettanz funktioniert nicht.
Ich aktiviere aber mal den Leibwächter. Mario, was machen wir mit dir, mein Lieber? Vielleicht heile ich mal einfach das Team. Mit Mario komme ich ja aktuell leider nicht so weit. Ich muss schon hier springen. So. Ein bisschen heilen ist nicht schlecht. Ja, das ist leider eine verschenkte Runde, aber ich brauche eine Runde, um mein Team zu heilen. Oh, die Heldensicht. Ja, cool. Dann könnte ich die Runde noch nutzen, um Bowser Jr. 1 auszuwischen. Dann ist nur die Frage, will ich die Walküre angreifen oder lieber Bowser Jr.? Boah, Walküre macht schon mehr Sinn, oder? Ja, aber ich mache das trotzdem mal so. Weil dann kann ich nochmal zweimal schießen. So, Nummer 1 und Nummer 2. Oh, das hat richtig viel abgezogen. Oh, oh, ich glaube, ich verliere Mario. Nein. Hätte ich Bowser Jr. sogar noch in der Runde besiegt? Oh ja, doch, ich hätte ihn noch besiegt. Ich hätte das taktisch nur etwas anders angehen müssen. Mario, tut mir leid. Oh nein, wir haben Mario verloren. Ich habe schon lange keinen mehr in einem Kampf verloren. Oh, das gibt die Rache. Wie will ich da jetzt vorgehen? Erstmal den Protektor, für den Fall der Fälle. So, dann gehen wir natürlich ganz nah ran. Und werfen erstmal eine Bombe. Bitteschön, Bowser Jr. Und wir haben ihn sogar direkt besiegt. Ha, Moment mal, nein, mein Roboter, das gibt's doch nicht. Moment mal. Ich hau lieber mal ab. Ha, 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 ha. Autsch. Au, wow. Spawny, nein. Spawny ist runtergefallen. Oh, nee, das gibt's ja nicht. Haben wir ihn wirklich verloren? Yoshi! Wo kommst du denn her? Yoshi hat Spawny gerettet. Ah, der berühmte Yoshi. Und mit keinem geringeren als Spawny. Das Glück scheint endlich auf unserer Seite zu sein. Hä? Aber wir haben keine Zeit zum Feiern. Bowser Jr. könnte jeden Moment zurückkommen. Wir müssen Spawny sofort von hier wegbringen. Stimmt. Und Yoshi, stimmt es, dass du eine eigene Insel besitzt? Ja, Yoshi's Island. Hey Spawny, haltet Abstand, macht ihm keine Angst. Machen wir nicht, Bebo, versprochen. Spawny, bist du okay? Hey Spawny, wir sind's. Du bist hier sicher bei uns. Ja, nun, wir freuen uns auch, dich zu sehen. Hey, es ist alles in bester Ordnung. Oh, tja, ich schätze, du hast eine Schneise der Verwüstung durch das Pilzkönigreich gezogen. Dank deines leichtsinnigen Umgangs mit dem Superfusionierer. Aber im Vergleich zu anderen kolossalen Katastrophen war diese, nicht ganz so schlimm. Mal sehen, positiv ist, also, ja, die Sorbet-Wüste war cool. Und wir wissen jetzt, wie Sorbet geschrieben wird. Mann, war das eine Überraschung. Genau. Danke, Spawny. Ohne dich hätten wir das niemals in Erfahrung gebracht. Schlacht gewonnen. Oh, hätte man in 3 Runden schaffen können, ehrlich? Oh, wow. Dann hätte ich das ja viel, viel besser anstellen können. Naja. Bowser Jr. wurde besiegt und wir haben Bowser Juniors Versteck somit abgeschlossen. Sehr, sehr starke Sache. Und Yoshi kommt ins Team. Auch eine sehr, sehr tolle Sache. Glücksfinger und Erderschütterer. Das sind so besondere Möglichkeiten, die Yoshi im Kampf nutzen kann. Sehr stark. Doch wie wird es hier weitergehen? Tippt hier auf das Video, um was anderes Tolles zu sehen. Na dann, bleibt katztastisch.